Als ich meine erste etwas höherwertige Uhr gekauft habe mit Stahlband, war das Stahlband natürlich etwas zu lang. Der Juwelier hat angeboten, es zu kürzen, aber ich bin ja ein Mann, sowas kann ich selber. Und als ich dann zu Hause war, da hatte ich richtig Muffen. Ich habe es mir irgendwann dann angeeignet und heute möchte ich euch zeigen, wie man Stahlbänder kürzen kann. Ich habe einige Varianten vorbereitet und will euch zeigen, wie ich es mache und was es für Alternativen gibt. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, wie ich eingangs schon erwähnte, geht es heute um das Kürzen von Stahlbändern, unterschiedliche Arten von Stahlbändern und wie man es anfangen kann, ohne die Bänder zu ruinieren. Es gibt unendlich, naja, vielleicht nicht ganz unendlich viel, aber sehr, sehr viele Varianten von Stahlbändern. Ich habe einige vorbereitet, um die Grundprinzipien zu erklären. Was ich nicht habe, sind Stahlbänder mit Hülsen, typisch für Seiko, und einige andere Varianten, weil ich sie schlicht und ergreifend nicht habe und an fremden Uhren nicht gerne rumschraube. Das, was ich habe, zeige ich euch und erläutere es euch. Hinterlasst gerne Kommentare, ob es euch gefallen hat, und wenn ihr mögt, dann abonniert meinen Kanal. Unten rechts während des ganzen Videos, oben rechts am Ende, Glocke an und ihr verpasst keines meiner zukünftigen Videos. Und jetzt geht es los. So, ich zeige euch jetzt vier Varianten, drei davon komplett und eine angedeutet. Das hier ist das Band zu einer Citizen, die ich einmal gekauft habe als Vergleich Hot oder Schrott. Ihr könnt hier die kleinen Kugeln sehen und daneben einen Pfeil, der andeutet, in welche Richtung diese kleine Kugel ausgetrieben werden muss. Das geht vergleichsweise einfach. Ihr könnt es auch hier sehen, dass so ein kleiner Splint rausgedrückt wurde. Und den kann man jetzt greifen und ganz rausziehen. Damit wird das ganze Band flexibel und lässt sich bewegen. Und man kann ganz gut sehen, dass das Band gefaltet und hohl ist und dass es eine kleine Lücke gibt, durch die sich das eine Bandglied dann rausheben lässt. Hier sieht man dann, dass es nur ein ganz, ganz dünner Steg ist, also wirklich nichts qualitativ sehr Hochwertiges, aber das war von einer 35-Euro-Uhr. Insofern kann man da auch nicht wirklich sehr viel mehr erwarten. Das Ganze kann man dann wieder einsetzen. Es wird zusammengeschoben, beziehungsweise beim Kürzen des Bandes wird dann natürlich ein zweites Glied entnommen und das Glied wird dann so eingesetzt, um das Band zu kürzen. Aber ich denke, das ist selbsterklärend und das muss ich nicht jedes Mal zeigen, sondern es geht darum, das Band auseinanderzunehmen. So, jetzt wird das Ganze zusammengesetzt, der Splint wird wieder eingesetzt und wir einen kleinen Uhrmacherhammer mit einer Metall- und einer Kunststoffseite. Nicht erschrecken, jetzt rumst es. Und das Ganze ist wieder zusammengesetzt. Tja, das ist die billigste und einfachste Variante. Da muss man sich wirklich überhaupt keine Gedanken machen. Das kann, glaube ich, jeder und da kann auch nicht viel bei kaputt gehen. Das Band insgesamt sieht dann so aus, mit den entsprechenden Gliedern, die ich gelassen habe, damit die Uhr, so ich sie am Stahlband tragen möchte, an meinen Arm passt. Ich habe euch hier ein sehr, sehr nützliches Hilfsmittel hingestellt. Und zwar ist das hier ein Bandhalter, in den sich Bänder einsetzen lassen, um die einzelnen Glieder zu bearbeiten. Hier haben wir ein fünfgliedriges Band von Sinn. Wenn ich es bearbeiten wollte, könnte ich es hier so einsetzen.
Wenn er es nicht hält, dann nimmt man auch gerne eine andere Halterung. Es gibt unterschiedliche Größen, unterschiedliche Breiten. Und wenn man dann die entsprechende gefunden hat, dann hält das Band auch. So, ihr seht, das Band hält, steht aufrecht und ließe sich bearbeiten. Jetzt komme ich zur Variante 2, die ich nur andeute. Andeute deshalb, weil ich kein entsprechendes Band habe und dieses Band am nahesten dran ist. Es gibt Bänder, die gestiftet sind. Das bedeutet, dass das, was hier kleine Schrauben sind, nur Stifte sind, die durch Spannung im Band und zwischen den Gliedern gehalten werden. Die Richtung, in die man die Stifte austreibt, erkennt man analog zu diesem Band an kleinen Pfeilen, die andeuten, in diese Richtung austreiben. Das heißt, wenn der Pfeil in diese Richtung geht, würde er von dieser Seite hier durchstoßen werden. Angenommen, das wäre ein gestiftetes Band, dann würde man das Band so einspannen, den Austreiber auf den Stift setzen und einfach mit vorsichtigen Hammerschlägen den Stift aus dem Band austreiben. Er würde dann hier unten entsprechend überstehen und könnte aus dem Band entnommen werden und das Band ließe sich trennen. Wie gesagt, dieses hier ist kein gestiftetes Band. Darum tue ich die Stifte auch mal zur Seite, dann sind sie nicht im Weg. Sondern dieses hier ist ein geschraubtes Band. Ihr könnt es sehen, dass hier kleine Schrauben drin sind. Ich setze das Band wieder in den Halter ein und benutze der Einfachheit halber den vom Hersteller des Bandes mitgelieferten Schraubenzieher. Da weiß ich genau, er hat die richtige Größe und funktioniert. Setze ihn vorsichtig in die Schraube ein und drehe die Schraube auf. Ja, ihr könnt es also sehen, da ist keine Hexerei dabei. Das Einzige, worauf man aufpassen muss, ist, dass man nicht mit Kraft abrutscht, um das Band nicht zu verkratzen. Ich halte den Schraubenzieher immer mit zwei Fingern fest und dann bin ich sehr sicher, dass ich nicht aus der Schraube abrutsche und das Band nicht verkratze. Ihr könnt jetzt sehen, dass die Schraube hier übersteht. Und wenn man dann an der Schraube zieht, kann man sie komplett entnehmen und hat das Band in zwei Hälften. Bei diesem fünfgliedrigen Band muss man immer ein klein wenig schauen, dass die Glieder dann auch zusammenbleiben, wenn man es wieder zusammensetzt. Das Zusammensetzen geht ähnlich einfach. Ich setze das Band zusammen, muss jetzt nur aufpassen, dass ich die Schraube richtig rum einsetze. Hier sind die Schraubenköpfe, das kann man sehen. Ich setze die Schraube im Gewinde zuerst ein, führe sie durch alle fünf Teile des Bandes. Die Schraube ist fast versenkt. Benutze wieder meinen Bandhalter, damit mir das Band nicht aus der Hand rutscht. Den kleinen Schraubenzieher. Und verschraube das Band. Was ich jetzt bewusst nicht gemacht habe, und hier gibt es ganz unterschiedliche Ansätze und Meinungen drüber,
Ich habe keinen Schraubenkleber verwendet, weil ich mit meiner Art ohne Schraubenkleber überhaupt keine negativen Erfahrungen gemacht habe. Bei Schraubenkleber ist er einmal verwendet, kann es sein, dass sich die Schrauben, wenn man sie öffnen muss, sehr schwer gehen, es sich etwas verhaken und man dann gegebenenfalls mit einem Föhn oder heißes Wasser oder anderen Sachen die Schrauben etwas lösen muss, den Kleber etwas aufweichen muss. Und da ich ohne Schraubenkleber keine Probleme habe, nutze ich das ohne. Ich weise aber ausdrücklich darauf hin, dass viele Hersteller bei Stahlbändern Schraubenkleber mitgeben und auch von verschiedenen Seiten die Verwendung von Schraubenkleber empfohlen wird. Wenn man Schraubenkleber verwendet, dann kommt, das ist jetzt ein Federsteg, aber zum Verdeutlichen funktioniert das ganz gut, kommt auf die Spitze in das Gewinde ein ganz, ganz kleines bisschen Schraubenkleber, überhaupt nicht viel, und die Schraube wird dann mit dem Schraubenkleber eingedreht. Das ist alles auch kein Hexenwerk. Ja, das war das geschraubte Band, beziehungsweise das geschraubte Band mit Schlitzschrauben. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist ein Band mit. Na, da gehen mir jetzt auch gerade die Endstücke flöten, dann mache ich sie ab, dann fallen sie auch gleich nicht runter. So. Mit Sechskantschrauben und zwar beidseitig verschraubt. Das ist eine etwas fummelige Sache und da braucht man ein kleines bisschen Übung zu. Auch wenn das überhaupt nicht schwer ist, man muss nur seine Methode dafür finden. Ich benutze wieder die vom Hersteller mitgelieferten Werkzeuge. Hier weiß ich, dass sie passen und funktionieren. Und ich mache das in diesem Fall immer so: Der Bandhalter würde hier nicht funktionieren, weil ich von beiden Seiten die Schraube frei zugänglich haben muss. Ich setze das Werkzeug ein, klemme es zwischen meine Finger und halte das Band fest, sodass der Sechskant hier wirklich unter meiner Kontrolle ist und sich nicht bewegen kann. Und dann gehe ich an die andere Seite und schraube diese auf. Irgendwann merke ich, es geht ganz leicht. Und dann kann man den Schraubenkopf entnehmen und auf der anderen Seite den Schraubentubus. Und das Band ist geteilt. Ihr könnt hier sehr schön sehen, dass die etwas kleinere Seite, die etwas schmalere Seite für die Schraubeneinführung ist. Schraube rein, auf der anderen Seite den Tubus rein. Ach, das ist immer eine Frickelei, wenn man so ein Grobmotoriker ist wie ich. Auf der anderen Seite den Tubus rein. Ein, zwei Umdrehungen, dass es nicht rausfällt. Die Schraube auf der einen Seite fixieren und einfach zudrehen. So, jetzt spüre ich einen leichten Widerstand. Drehe noch ein kleines bisschen, ohne die Schrauben zu überdrehen. Und die Schraubenköpfe sind wieder bündig drin. Und das Band ist, wenn ich denn ein Glied wirklich dann entnommen habe, gekürzt.